Hassia fördert seit Jahren die Renaturierung der kanalisierten Nidda. Der Erfolg ist groß. Das Flussbett der Nidda ist verbreitert. Inseln und Kiesbänke entstehen, bleiben oder verlagern sich. Der Fluss gräbt und verändert sein Flussbett wieder selbst. Pflanzen besiedeln das Flussbett. Immer mehr Leben kehrt von sich aus zurück. Anstelle von 5 sind es heute wieder 30 Fischarten. Wo Wiesen und Weiden waren, werden sie da, wo es möglich ist, wieder angelegt und von Rindern beweidet. Der Eisvogel baut sein Nest ins vom Fluss selbst gegrabene steile Ufer. Am Ufer wachsen Buschwerk und hohe Weiden. Sie halten den Fluss im Schatten und kühlen sein Wasser. Der Fluss beginnt, wieder geheimnisvoll zu werden. Wie im Märchen, die majestätischen Schwäne. Der Lohn ist groß. Die Menschen erfreuen sich wieder am Fluss. Hassia schützt das Wasser in all seinen Formen als Quelle des Lebens, wo immer es möglich ist, nicht nur in Bad Vilbel.